Nächste links. Ja. Was? Schulterblick, ja, der hat gerade gerufen. Du hast dich schon wieder erschrocken. Ja. Du bist fast runtergefallen, wa? Ja, ja. So, hier links. Oha, deine Reifen sehen auch nicht gut aus, du. Ich glaube, da müssen wir mal Luft drauf machen. So, pass auf. Rechts vor links. Stopp. Ja. Stopp. So, jetzt kannst du weiterfahren. Jetzt fahren wir mal rechts auf den Baumarkt darauf. Was? Auf den Baumarkt hier? Ja, hier fahren wir auf den Baumarkt einmal rauf. Genau. So, fährst du ein Stück weiter noch? Rechts ran. Jo. Bleib mal kurz da stehen. Gut, einmal Gang rausmachen bitte. Ja, so einmal aufs Ständer runter. Ja, machen wir Ständer runter. So, einmal abstellen da. Und dann gehst du mal einmal hier vorne in den Eingang rein und holst mal das mobile Luftdruckgerät raus. Wo muss er hingehen? Hier im Eingang, hier vorne gleich drin. Hier vorne steht er da. Du verarschst mich, ne? Was? Du verarschst mich, ne? Habe ich dich jemals verarscht? Nee, aber ich kenn dich. Ja, irgendwann muss ich damit mal anfangen, ne? Das ist geil, ne? Richtig. Hast du schon mal was vom mobilen Luftdruckgerät gehört, oder was? Du merkst auch nichts. Du merkst auch gar nichts. Ja, dann können wir mal weiterfahren, ne? Aber den Gang hast du trotzdem angetreten, ne? Bei dir ist auch die Büchse zu eng, du. Mein lieber Scholli, Alter. Geil, ey. Ne. Ja, dann fahren wir mal rechts weiter, ne? Ne? Und, ja, die zweite Einlage Stoppschild wolltest du jetzt nicht noch bringen, ne? Was? Die zweite Einlage Stoppschild wolltest du jetzt nicht noch bringen, wa? Nee. Jetzt hast du die Fresse dick, ne? Geiler Typ, ey.